Heute schon wieder eine verranzte Wanderung mit meinem kleinen Bruder und mit MarvConTV. Wir werden eine Stadttour machen durch Bremen und dann werden wir irgendwo pennen. Also Wanderung mit Übernachtung. Und jetzt hier, Wanderungsstart kommt. Ich werde erstmal von zu Hause aus. Also ich bin gerade von zu Hause losgelaufen. Und ich werde jetzt zum Bahnhof hinlaufen. Ungefähr 4,5 Kilometer oder so. Und da werde ich mich mit meinem Bruder treffen. Und MarvConTV. Weil der ist ja mit der Bahn dahin gefahren zum Bremen Hauptbahnhof. Und MarvConTV, den treffen wir, der kommt später dazu. Genau, so funktioniert das. Und ich finde es richtig geil, dass die Sonne scheint. Heute ist voll cool Wetter und so. Und ich bin sehr gespannt drauf, wo wir später pennen werden. Ich laufe gerade an diesem Netto vorbei, wo ich bis heute immer noch kein Bier gekauft habe. Das habe ich bis heute immer noch nicht gemacht. Hier vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. So, dauert nicht mehr lang. Und dann bin ich bei diesem versifften Bahnhof angekommen. Ich bin jetzt gerade in diesem verschmierten Bahnhof angekommen. Und guck mal, ich habe meinen Bruder gefunden. Moin. Der ist wieder dabei. Und MarvConTV, der kommt irgendwann nach. Aber jetzt gelaufen wir zum nächsten Edeka, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Wir haben hier diesen verdreckten Edeka gefunden und ich werde jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und eben gerade. Da ganz hinten ist ein Polizeieinsatz in der anderen Straßenseite. Und da lag auf jeden Fall ganz viel Blut auf dem Boden. Ich will keine Einzelheiten nennen, aber sowas auch ein Grund, warum ich hier aus Bremen wegziehen will. So, wir haben jetzt bei diesem verdreckten Edeka eingekauft. Und ich habe hier Bier und hier Rumpf. Mit Nudeln und Paprika und Zwiebeln und mir eine Kleinigkeit gekauft. Der Rest hat mein Bruder gekauft genau, ich will heute Abend eine Runde kochen. Da habe ich voll Bock drauf. Bevor wir dann irgendwo draußen pennen. So, die Sachen sind gepackt und jetzt erstmal erstes Bier trinken. Wir sind gestartet und das erste, was ich euch zeigen tue, ist der Bürgerpark hier in Bremen. Da werden wir gleich durchlaufen. Wir sind gerade im Bürgerpark Anfang angekommen und das hier, das ist Wasser. Weil das hier, das ist ein künstlicher See. Und das hier, das ist ein richtiger Vollfett-Hotel. Also ein Hotel mit richtigem Fett dran. Also richtig verfettigter Fett. Ja genau, so ein Hotel ist das. Wir sind ein kleines bisschen im Bürgerpark reingelaufen. Zu Fuß. Und MarvConTV hat mich gerade angeschrieben, der ist gerade im Hauptbahnhof angekommen. Und ich glaube, wir suchen uns eine Bank aus und dann warten wir auf ihn. Wir sind nämlich direkt rechts hinter dem nicht Parkhotel, sondern Vollfetthotel. MarvConTV ist angekommen. Und jetzt wird die Wanderung zu dritt fortgesetzt. Guck mal hier,
Hier, Hähnchenfleisch. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch. Die bewegen sich. Schweinen gefunden. Ja. Hähnchenfleisch im Bund. Guck mal hier. Diese Dinger, diese Viecher da vorne, die können einen so richtig ins Gesicht rotzen. Da vorne sind Schafen. Bei denen wachsen ganz viele Haare aus der Brust und aus dem Rücken raus. Da vorne, da sind Viecher, die hier diese Hörner auf dem Kopf wachsen. Da vorne sind diese Pferde in Größe S. Wir laufen jetzt aus dem Bürgerpark raus. Also wir waren nur ganz kurz im Bürgerpark gewesen, aber wir sind nicht komplett durchgelaufen, sondern nur halt diesen kleinen Teil über diesen nicht Parkhotel, sondern Vollfett-Hotel oder so. Genau, so habe ich das genannt. Und da, wo die ganzen Tiere sind, genau, bis dahin sind wir gelaufen und jetzt sind wir nach Richtung rechts gegangen. Zu da, wo diese Straße hier ist. Und dahinter Häuser. Und jetzt laufen wir am Stern oder wie das heißt. Und dann zu dieser Regenbogenbrücke. Guck mal, das hier, das ist dieser Regenbogentunnel. Der hat normalerweise diese Beleuchtung, aber jetzt gerade scheint es irgendwie abgestellt zu sein. Und zu dieser Zeit, wo dieser Tunnel hier Beleuchtung hatte, da habe ich so gemacht. Wir gelaufen jetzt an dieser Straßenbahnhaltestelle vorbei, beziehungsweise an diesen Hauptbahnhof. Und genau hier an dieser Stelle, wo vorhin. Ja, scheiß Wind. Guck mal, wir gelaufen jetzt durch diese Altstadt durch. Und hier sind ganz viele Menschen. Aber ich will jetzt meine Kamera nicht runter machen. Weil sonst muss ich ganz viele Köpfe zensieren. Und das wäre mir viel zu anstrengend. Deswegen diese Perspektive. Aber hier sind überall ganz viele Menschen und so weiter. So, das hier. Das ist dieser Esel hier. So, das hier. Das ist eine Miniaturansicht von Bremer Altstadt. Guck mal, hier vorne, das ist ein historischer Gebäude. Und vor diesem historischen Gebäude, da habe ich schon mal so gemacht. Ich bin eine richtige widerliche Bazille. Jetzt gehen wir zum Spuckstein. Ja. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Spuckstein oder wie das heißt, wo hier ganz viele Menschen ihre größten Bazillen und sowas hier reinrotzen und sowas. Ich weiß zwar nicht, warum das hier so hier liegt, aber genau. Kann ich dir erklären. Nochmal. Ja, es gab hier mal eine Hure, sag ich mal. Und zwar hat die immer Männer verführt und die Männer umgebracht. Und die wurde dann zum Tode verurteilt und der wurde da hinten, da gehen wir jetzt gleich hin, der Kopf abgeschlagen und der Kopf ist dann hier quer durch die Stadt gerollt und ist hier zum Stehen geblieben, ist hier stehen geblieben zu rollen, also lag dann hier und seitdem spucken hier die ganzen Menschen. Guck mal hier, das ist eine Schuldenanzeige, wie viel Schulden Bremen hat und da drunter, da steht drauf, dass 1822 Euro durchschnittliche Person Schulden hat. Ich persönlich habe nur vielleicht, keine Ahnung, vielleicht doch 300 Euro Investitionsschuld, 350 Euro und das war's auch schon.
Ansonsten bin ich schuldenfrei, weil ich meine Hauptkamera noch abzahlen muss. Gerade so. Aber wirklich gerade so. Aber genau, das hat es geschafft. Ich bin stolz auf die zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach. Wir gelaufen jetzt nach Richtung Dahlang. Das geht dann zu Weser runter. Nach Richtung Dahlang. Da geht das zum Kunsttunnel runter. Und dann zur Weser. Und dann zum Werderstadion und dann zur Weserwehr. Genau, diese Richtung laufen wir jetzt lang. Guck mal hier. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Kunsttunnel drin. Und hier in diesem Kunsttunnel. Da war schon mal so gemacht. Ja. Hier! Kleinschiff! So, wir sind jetzt hier bei diesem Werder Bremen Stadion angekommen. Ich weiß zwar nicht, was wir hier machen, aber wir laufen jetzt gerade hier dran vorbei und deswegen, warum nicht, dann deswegen zeige ich euch das. So, wir haben uns so langsam von Stadion entfernt und wir machen uns auf den Weg zum nächsten Weserwehr. Guck mal, Leute, das hier, das ist die Erdbeerbrücke. Und da laufen wir jetzt durch. Wir sind jetzt gerade durch diese Erdbeerbrücke durchgelaufen. Der MarfConTV, der steht hier rum. Guck mal hier. Hier vorne leuchtet blaues Licht. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier in der Weserwehr. Wir laufen gerade dran vorbei. Guck mal hier. Wir haben von diesem Burger King oder wie es heißt, Burger und noch mehr Sachen geholt. Und darauf werde ich jetzt einen Hamburger essen. Ich gehe ohne Sachen dahin.
voll geil. Ich hab... wir schauen uns das Lost Place an. Guck mal, er hier ist angekommen. Und wir gelaufen jetzt gleich zu einem Lost Place. Alle zusammen, gemeinsam. Gemeinsam. Mit ihm. Ich hätte noch nie reingeschissen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und der Abend ist doch anders abgelaufen, als wie ich anfangs gedacht hatte. Und zwar zu Beginn hatte ich geplant gehabt, dass wir abends irgendwo uns eine Stelle suchen, um dort eine Übernachtung zu starten. Und dass ich dann hier Rumpfsteak mit Nudeln und gebratener Zwiebel sowie Paprika mache, dass wir dann ein paar Bierchen trinken und irgendwo draußen übernachten. Und ich das natürlich auch videotechnisch dokumentieren tue. Aber die anderen hatten keine Sachen dabei gehabt, also zum Rumschlafen, sondern nur ich. Und genau aus diesem Grund haben wir das dann doch nicht gemacht. Und die anderen sind mittlerweile nach Hause gefahren und ich bin jetzt auch zu Hause. Und genau, das machen wir dann irgendwann anders zu einem anderen Zeitpunkt. Und bevor dieses Video hier zu Ende geht, werde ich erstmal ein Bierpower machen gehen. Ich grüße dich, Dennis Türk. Vielen Dank für das Upgrade von Stufe 1 auf Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Herzlich willkommen. Ein Vollfettrad. Rad mit ganz viel Fett dran. So sieht ein Vollfettrad aus, weil der so fett ist. Dieser Tank hier vorne, der sieht voll fett aus. Hier, voll Fettwurm. Guck mal. Ich bin eine richtige Bazille.